Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute geht es mal wieder um Datenrettung, Datenwiederherstellen, Data Recovery. Und zwar möchte ich euch im Folgenden zeigen, wie ihr relativ schnell und einfach an euren verlorenen Daten, gelöschten Daten, ja, Bilder, Dokumente, was auch immer, wieder rankommt bzw. wiederherstellen könnt. Anhand eines, ja, beziehungsweise ist das eine weitere Möglichkeit hier, eine der vielen. Heute mit dem IS-AS Data Recovery, das ist ein kleines Programm hier, das könnt ihr euch kostenlos aus dem Internet herunterladen, am besten von der offiziellen Website natürlich. Die Installationsroutine ist, ich habe das jetzt schon installiert hier. Ja, das einfach mit weiter, 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 bis es installiert ist. Und nachdem wir das installiert haben, das ist jetzt hier wie gesagt die kostenlose Version. Der Nachteil hier ist, dass wir nur 1024 MB an Daten wiederherstellen können. Danach funktioniert nicht mehr. Wir können es natürlich hier upgraden, kaufen für ein paar Euro. Oder ich sehe gerade hier, wenn wir jetzt hier mit auf Facebook, Twitter oder Google Plus teilen, können wir noch mal einmal 1 GB an Daten kostenlos bekommen, was wir wiederherstellen können. Hier nach dem Starten sieht es so aus. Ist sehr schön und einfach zu bedienen, finde ich. Hier haben wir die Möglichkeit, nach alle Dateitypen durchzusuchen oder nach bestimmte, wenn wir wissen natürlich, was wir suchen. Ich nehme mal jetzt hier einfach Grafiken, ja, das sind Fotos und so weiter. Und klicke mal auf Weiter. In den folgenden Schritt hier haben wir die Möglichkeit, das Laufwerk auszuwählen. Hier kann man auch mit dem Tool, glaube ich, ganze Partitionen hier wiederherstellen. Ja, das ist ganz toll, finde ich. Ich habe jetzt hier einen Stick vorbereitet hier. Mit 3 Bildern, das ist jetzt ein USB-Stick hier. Ich habe jetzt hier einfach mal 3 Bilder drauf gepackt. Ja. Einmal JPEG, einmal eine GIF-Datei hier und noch eine GIF-Datei. Einfach mal zum Testen. Die lösche ich jetzt einfach, die Bilder. Zack, möchten Sie die? Jawohl, und widerruflich löschen. Okay, die sind jetzt weg, ja. Und das ist jetzt hier mein USB-Stick hier, ja, in dem Fall Laufwerk H, das markiere ich mir und klicke einfach auf Weiter. Ich gucke nur, genau. Also jetzt einfach auf Scannen hier klicken und schon, das ging sehr schnell. Ah, okay, wir haben jetzt einfach. Okay, das war jetzt kein. Wenn wir jetzt hier was vermissen, wir werden gleich sehen, dann haben wir noch die Möglichkeit hier einen tiefen Scan zu suchen. Das wird, ja, das steht schon, das Laufwerk vollständig scannen und mehr Dateien finden. Das wird einfach, das dauert auch wesentlich länger natürlich. Je nach Laufwerkgröße auch. Und hier sind eigentlich die 3 Dateien, die wir gelöscht haben. Vom Stick. Ich gucke mal ganz kurz mit der rechten Maustaste einfach drauf gehen. Wir haben jetzt alle Dateien. Okay, wir haben jetzt nur Grafiken hier. Hier haben wir noch. Ach, hier sind noch die Ansichten. Hier haben wir die Möglichkeit hier Details, hier Vorschau. Genau. Und wenn wir jetzt, ich nehme mal das hier und mach mal wiederherstellen. Machen wir hier auf dem Desktop oder ich stelle sie einfach auf meinen USB-Stick wieder hier. Zack, Speicher. Das wird jetzt wieder hergestellt. Dauert ein klitzekleinen Moment und schon, genau, schon haben wir unsere Bilder wieder. Ja, okay, hier können wir nochmal. Okay, Datenrettung abgeschlossen. Das ist jetzt hier nochmal die Bestätigung. Ja,
Hier nochmal, wie gesagt, ein Tiefenscan, das dauert länger, wenn wir die Dateien hier nicht finden. Und ja, das war es eigentlich auch schon alles. Wenn ihr Fragen oder ja, Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Hier sehe ich nochmal ganz kurz, gerade da gibt es natürlich die Version hier für Mac, für iPhone oder Android hier. Da gibt es nochmal, wir können nochmal ganz kurz drauf gehen auf der Seite hier. Das sieht dann so aus, ja. Und hier haben wir die Möglichkeit, das Tool hier kostenlos herunterzuladen. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und bis zum nächsten Mal. Wir legen gleich los. Als erstes öffnen wir uns eine Kommandozeile hier, die Eingabeaufforderung. Das aber als Administrator, ja. Und dann, ja, können wir mit dem Netzbefehl unserem, also den Hosted-Modus aktivieren, sozusagen, ja. Das machen wir, indem wir hier einfach Netz, Leerzeichen, WLAN, Set, Hosted-Modus, ne, Hosted-Network natürlich, Hosted-Network, na, Mode, Allow. Dann geben wir uns einen Namen hier für unseren Hotspot, die SSID. Das können wir frei wählen. Ich nenne das jetzt mal einfach Hotspot und natürlich ein Passwort. Passwort 123 und Enter.